der Gegner nicht gekommen. Wurde von der Vorlinie so lang gelaufen. Haben wir einen Tick zu spät. Das Libero. Ja. Ich habe noch nie mehr Anschluss vermeiden. Auf geht's ins dritte Spiel bei diesem Blitzturnier in der Reiferbahn jetzt. Also Spiel 3, Grün-Weiß Schwerin gegen den Rostocker HC. Beide Mannschaften mussten sich in den jeweils ersten Spiel deutlich geschlagen gegen den VfL Bad Schwartau und wollen nun einen persönlichen Turnierabschluss erreichen. Und wollen mal gucken, welcher Mannschaft das gelingt. Schön hochgestiegen von Borchert zum 1:0 für den Rostocker HC. Und es führte zu einem leichten Wutausbruch auf Seiten des Trainers von Grün-Weiß Schwerin. Er hat hier eine Flasche über den Platz gekippt, geschossen. Sauer auf seine Mannschaft und jetzt muss er selber ran, das wegmachen. Mit einem Handtuch. Ja, wir hörten es gerade. Ich habe hier einen neuen Experten jetzt an meiner Seite. Mit wem habe ich die Ehre? Marco Wopse. Sie sind auch Schiedsrichter? Ja, schon seit 17 Jahren. 17 Jahren, das ist ja, spricht für eine Menge Erfahrung. Sowas schon mal erlebt, so eine Flasche aufs Spiel geschossen? Ja, schon mal einen Besen sogar aufs Feld gekriegt. Ja, sowas hast du mal. Aber im richtigen Spiel, denke ich mal, wäre das zu Ende gewesen jetzt für den Trainer. Dann hätte er wohl mit Rot runtergehen müssen. Mit welcher fachlichen Begründung? Wie soll man das sagen? Wenn er dann zum Beispiel einen Spieler trifft oder so? Gesundheitsgefährdend und fliegt da runter dafür. Es ist auch unsportlich, was er da jetzt macht, wenn er die Flasche aufs Spielfeld kickt. Ja, das ist eine eindeutige Antwort. Aber es stinkt auch schon vom ersten Spiel, lief weitaus nicht so, wie er sich das erhofft hatte. Und jetzt müssen wir da ein wenig, wird da fleißig geputzt. Die Mädels machen es gut. Ja, du hast das erste Spiel von Grün-Weiß, hast du selber gepfiffen. Was hattest du für einen Eindruck von der Mannschaft? Was fehlt ihnen? Ja, was ich so gesehen habe, waren viele technische Fehler, fand ich so. Vom Abspiel und vom Fangen und sowas alles. Vorne so von der Schnelligkeit her war es ja okay, aber halt dann auch den Tor nicht getroffen und so. Naja, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen, wenn du das Tor nicht triffst. Ja, das stimmt. Und immer noch sind sie dabei, da den Boden zu reinigen, von dem Wasser zu befreien, weil Ausrutschgefahr, Verletzungsgefahr, deswegen müssen wir sagen, zögert sich jetzt alles ein bisschen. Da können die mir wenigstens die Gelbe stellen. Ja, ich glaube, jetzt muss er wohl doch morgen früh um 8 Uhr selber mitlaufen, ne? Ja, so ist das Straftraining
angesetzt für die Mädels von Grün-Weiß bei schwacher Leistung. Und nun hat der Trainer nicht gerade zur Leistungsverbesserung beigetragen. Jetzt kann es aber weitergehen. Endlich. Und nun freuen wir uns auf Handball. Es steht 1-0 für den Rostocker HC jetzt in den ersten Minuten. Nach der ersten Minute. Und das war jetzt früh abgeschlossen und bleibt am Block hängen. Juliane Schiller. Und dann wollen wir gucken, ob dieses Achtungs-, dieses Hallo-Wach-Zeichen des Schweriner Trainers gewirkt hat. Übertreten aus und jetzt von Grömer Schwerin. Fuß entschieden, so Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und das war jetzt schön durchgesetzt auf der Außenseite zum 1-1. Und wieder Fußentscheidung und jetzt der schnelle Gegenstoß der Schwerinerinnen. Und Juliane Schiller nun mit dem Treffer 2-1 für Grün-Weiß Schwerin. Du pfeifst jetzt seit 17 Jahren. Unter welcher Flagge pfeifst du? Für welchen Verein? Für den Parchim SV. Früher ESV Parchim und jetzt Parchim SV. Und was war, hast du jetzt bisher so gepfiffen? Welche Ligen? Also ich habe schon 3 Jahre Regionalliga gepfiffen. Und sonst eigentlich im Land Mecklenburg-Vorpommern Oberliga. Männer und Frauen? Männer und Frauen, ja. Und wie kamst du jetzt heute hierher, nach Schwerin? Ja, man hat dann von seiner Schiedsrichterwartin einen Anruf gekriegt. Ja, man sollte hierher fahren und ein Regionalliga-Turnier pfeifen, ne? Ja, es ist ja zum größten Teil auch Regionalliga-A-Jugend. Grün-Weiß-Schwerin, letztes Jahr noch A-Jugend-Regionalliga, dieses Jahr gibt es diese A-Jugend nicht mehr. Man hat daraus eine zweite Frauenmannschaft gemacht, um ein entsprechendes Leistungsgefüge zu haben, die Spielerinnen ranzuführen an die erste Mannschaft von Grün-Weiß in der Ostsee-Spreeliga. Und jetzt gibt es einen 7-Meter. Und an den 7-Meter tritt Theresia Meissner. Und der passt ganz genau oben in den Giebel 4-1. Ja, scheinbar hat der Hallo-Wachruf gewirkt vom Schweriner Trainer. 4 Tore in Folge jetzt für Grün-Weiß Schwerin. Sieht etwas besser aus als im ersten Spiel. Das sehe ich auch so. Vielleicht schaffen sie es ja doch, ihren Lauf morgens zu verhindern, würde ich mal sagen. Ne? Ja, man scheint auf jeden Fall auf dem besten Wege dazu. Borch jetzt Schuss geblockt und deshalb Einwurf für Rostock. Ja.
Bonnie Lenz mit dem Wurfversuch scheitert an Andrea. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen die Nummer 13 vom Rostocker HC, Lisa Goldschmidt. Jetzt die Chance für Schwerin zu zeigen, wie sie mit einem Überzahlspiel umgehen. Im letzten Spiel haben sie vor allen Dingen im Unterzahlspiel geglänzt. Und der Wurf von außen scheitert wieder am Rostocker Torhüter. Ja. Spielst du selber Handball? Ja. Auch beim Parchimer SV? 26 Jahre schon. 26 Jahre schon. Das heißt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Handball zu spielen. Und spielst seitdem immer im selben Verein? Ja, ich habe den Verein nie gewechselt. Das nennt man doch wahre Vereinstreue. Und wie bist du zum Schiedsrichterwesen gekommen? Durch meinen Trainer, der mich da dann irgendwann mal hingeschickt hat. Dass ich, weil du ja im Land brauchst ja Schiedsrichter und mir hat das gefallen und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und seitdem mache ich das. Und schöner Wurf von Bonnie Lenz zu dem ersten Treffer in dieser Partie, 5:1. Nun Rostock wieder komplett und wir spielen wieder 7 gegen 7. Und jetzt klasse Pass von Lenz auf Meissner zum 6:1.